Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian. Ja, und heute sollte es eigentlich das zweite Nachholspiel geben im DFB-Pokal zwischen Leverkusen oder beziehungsweise Carl Zeiss Jena gegen Leverkusen. Allerdings habe ich da noch nicht gewusst, dass es diese Problematik gibt, dass Carl Zeiss Jena ist ja gar nicht dritte Liga, die sind ja Regionalliga und das gibt's hier bei EAFC nicht, Alter. Ich habe eben so gedacht, hä? Was ist das denn für eine Nummer? Ja gut, trotzdem habe ich es ja bereits angekündigt und ich hatte ja gerade gestern auch zum Abschluss nochmal darauf hingewiesen, dass ja, am Wochenende ist ja Christoph Daum verstorben und da wollte ich ja hier auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Ich habe den damals im Prinzip kennengelernt als Trainer von Leverkusen. Wir hatten damals so diese Fehde mit Bayern, ne? Gerade Christoph Daum und Uli Hoeneß. Und dann gab es ja, wie gesagt, diese Nummer mit dem Haar, diese Haarprobe, die er abgegeben hat. Dadurch, denke ich mal, ist das Ganze auch so ein bisschen in den Medien hochgepusht. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das immer noch so ein bisschen, ich sag mal so, nicht relevant ist, sondern dass man diesen Vorfall aber kennt. Sagen wir es mal so. Ne? Ohne da jetzt irgendwie groß auf irgendwas einzugehen, weil ich damals auch noch zu klein war und mich dafür auch zu wenig interessiert habe und sowas. Natürlich keine Macht den Drogen und so an dieser Stelle nochmal. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass er dann nachher irgendwie eine Zeit lang so ein bisschen aus meinem Sichtfeld verschwunden ist. Dann habe ich jetzt irgendwie auf Twitter noch irgendwas gelesen, so von wegen, dass er so 2002, 2003 oder so mit Austria Wien irgendwie Meister geworden ist, wenn ich das richtig verstanden hatte. Da habe ich ihn dann natürlich eher weniger auf dem Schirm gehabt, ne? Also hier war es ja generell so, ich hatte damals kein Premiere und ich habe damals dann irgendwie Tagesschau oder sowas geguckt und beziehungsweise Sportschau und habe mir da dann irgendwelche Fußball-Highlights angeguckt und das war halt erste Liga und dann maximal noch irgendwie Hattrick zweite Liga oder so. Und dadurch hatte man dann Trainer außerhalb der Bundesliga eher weniger auf dem Schirm. So, dann hattest du vielleicht nochmal den ein oder anderen Spieler, der international, also der deutsche Spieler oder deutscher Trainer, der international denn mal erwähnt wurde oder sowas. Sowas wie ein Michael Ballack, der damals irgendwie auch bei Chelsea gespielt hat oder Lehmann bei Arsenal oder... Weiß gar nicht mehr, hieß der Schuster oder so, der Trainer von Real Madrid denn geworden ist, als deutscher Trainer. Oder Otto Rehhagel, der Griechenland trainiert hat oder sowas, weißt? Dass du halt sowas mal am Rande mitbekommen hast. Aber, ja, Christoph Daum ist dann so ein bisschen aus meinem Sichtfeld verschwunden, ist dann aber irgendwann auch wieder aufgetaucht. Natürlich, weil er sehr in den Medien auch präsent war. Als Experte, denke ich mal, ist er, oder hier und da mal irgendwie, vielleicht als na, Kommentator wohl eher weniger, aber als Experte oder sowas, ne? Oder hier im Doppelpass oder so, auch immer ganz gerne als Gast gesehen. Und man hat ihn dann, ja, dass er damals auch in der Türkei Mannschaft trainiert hat, hat man, glaube ich, auch seitlich so mitgekriegt, am Rande, beziehungsweise, dass er dann Köln nochmal trainiert hatte und aus der zweiten Liga, glaube ich, wieder in die erste geführt hat. Ja, sowas. Also das sind so diese Bereiche, wo man Christoph Daum dann immer mal wieder auf dem Schirm hatte. Und man muss auf jeden Fall sagen, dass er wirklich auch ja, eine Legende, was so das deutsche Fußballgeschehen angeht, auf jeden Fall eine Legende ist. Ne? Insofern sehr schade und rest in peace an der Situation nochmal, dass er dann eben am Wochenende verstorben ist. 70 Jahre wurde er, glaube ich, ne? Und das ist natürlich immer wieder was auf uns zukommt oder was auch in der Vergangenheit schon, ja, gerade im Fußballbusiness beziehungsweise ne, in jedem Business, wo man... oder in jedem Business, was einen so interessiert oder sowas, man kriegt es ja immer wieder mit, ne? Dass gerade solche
Legenden nach und nach halt versterben. Ne? Egal, ob es jetzt Fußball ist, egal, ob es Wrestling ist oder im Bereich hier Anime, Dragon Ball, Akira Toriyama oder so, hatten wir ja auch ein Special-Video zu gemacht. Ich habe jetzt habe jetzt kein Special-Video zu Christoph Daum gemacht, weil er da für mich auch, also beziehungsweise ich habe mich dafür auch zu wenig mit einem Christoph Daum befasst und ja, wie gesagt, trotzdem gehe ich da natürlich drauf ein, ne, weil er ja doch auch in gewisser Weise Teil meines Lebens dann war. Boah. Voll weggegrätscht. Beziehungsweise eine Persönlichkeit, die auch in meinem Leben stattgefunden hat. Sei es auch nur am Rande. Trotzdem den größten Respekt für diese Person. Und ja. Rest in Peace, wie gesagt. Versuche mich jetzt nochmal ein bisschen weiter auf dieses Spiel zu konzentrieren. Also, ich konnte ganz als Sena halt nicht auswählen, weil die halt vierte Liga spielen und hier gibt's also geht's nur bis zur dritten Liga. Das hat mich jetzt selber ein bisschen überrascht. Ich hätte echt gedacht, dass die in der dritten Liga unterwegs sind. Aber siehst ja, das ist ja sogar noch vom Dings her, von der letzten Saison, vom Spielstand her. Ich hatte ja schon gesagt, wir werden auch EAFC 25 dann holen. Ich habe das Spiel von Stuttgart gestern auch schon orakelt. Ihr wisst ja inzwischen, wie es ausgegangen ist. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die Erstligisten sich durchsetzen. Trotzdem ist es auch gerade für die Erstligisten immer wieder auch ein bisschen tricky, sich gegen Drittligisten durchzusetzen, weil die natürlich auch noch ein bisschen rougheren Fußball spielen, ne? So ein bisschen härteren Fußball, würde ich fast sagen. Also Fußball, der einfach auch ein bisschen schwierig ist, für einen Erstligist sich darauf einzustellen, sei es aufgrund der Härte oder des Kampfgeistes oder dieser Chance, dass ein Drittligist sich gegen einen Erstligisten durchsetzt. Also das wollen die, oder beziehungsweise ein Viertligist, Entschuldigung. Trotzdem, klar, Favoriten sind die Erstligisten, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass gerade die Dritt- und Viertligisten nicht unbedingt chancenlos sind. Also das, shit. Würde ich den jetzt hier nicht weiter... da kommt er reingeflogen, aber... Ja, das würde ich denen jetzt hier gar nicht absprechen, dass die nicht trotzdem so eine 10-20-prozentige, 25-prozentige Außenseiterchance noch irgendwie haben. Aufgrund des Platzes, aufgrund des Kampfgeistes, aufgrund dessen, dass man vielleicht überheblich sein kann. Das kann natürlich alles mit reinspielen, ne? So... nein. Ich gehe auch sehr stark davon aus, dass vor diesem Spiel, um da nochmal den Bogen zu schließen, da wird es wahrscheinlich auch nochmal eine Trauerminute geben. Ne? Gerade was Leverkusen und auch Köln, denke ich mal, angeht, werden die da, denke ich mal, auch Austria Wien oder eben, ich weiß gar nicht, wo er noch Trainer war, da in der Türkei, Fenerbahce, glaube ich. Ach, schade. Die werden da, denke ich mal, auch Trauerminuten machen, zu Recht natürlich. Und, ja. Den Christoph Daum da nochmal ehren. Also, ich werde auch zukünftig, das ist das, worauf ich vorhin schon mal so kurz so ein bisschen eingegangen bin, natürlich, wenn Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die in meinem Leben auch eine Rolle gespielt haben oder so, werde ich dann natürlich immer noch mal ein bisschen drauf eingehen, inwiefern ich da oder inwiefern ich diese Person kennengelernt habe, beziehungsweise die mich vielleicht auch beeinflusst haben oder sowas. Ne? Bei manchen Personen werde ich mir dann so ein bisschen den Spielraum offen lassen, sag ich mal, indem wir da dann vielleicht ein Spezialvideo machen oder indem wir da am Rande dann eben nochmal drauf eingehen. Das gehört einfach dazu und das will man auch auf gar keinen Fall hier verschweigen, gerade wenn diese Person eben auch, ja, wie gesagt, Teil des
eigenen Lebens in einer gewissen Situation waren, ne? Und ein Christoph Daum hat da damals eben dazugehört, als ich angefangen habe, Fußball zu gucken. Ne? Na gut, eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich gehe davon aus, dass Leverkusen deutlich gewinnt gegen Jena, ne? Auch wenn es Ausrutscher geben könnte. Ich gehe davon aus, dass Stuttgart deutlich gewonnen hat, aber Leverkusen sogar noch deutlicher gewinnt. Ne? Eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.